Alter, was geht denn da? Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute wird ein anderer YouTuber auf den Prüfstand genommen, beziehungsweise sein Döner natürlich. Ich werde mich jetzt nicht an ihm vergehen, sondern am Döner nachher. Halt, stopp! Wir haben das Wichtigste vergessen. Einmal bitte zurückspulen. Ganz kurz für euch, das sind die Jungs von Foodflash, ein ganz kleiner YouTube-Kanal, den ich die Chance geben möchte, an Reichweite zu gewinnen. Ich habe einen der Lieblingsdöner getestet und die werden jetzt live drauf reacten. Was ich denen natürlich nicht erzählt habe, ich habe einen schönen Prank eingebaut. Das konnte ich mir nicht verkneifen. Kleinen schönen Prank, ihr werdet sehen im Video. Viel Spaß. Was bist du? Ja, ich dachte ehrlich gesagt, ihr werdet klein, oder du wärst kleiner auch. Ja, ich habe die Kamera schon ausgerichtet, viel zu groß bist du eigentlich. Ja, muss dich ein bisschen bücken. Moin Klaus. Ja, danke. Warte aus, sag mal. Ja, Mensch. Ja, die ist gut. Da kommt rein. Das sind die Jungs von Foodflash. Sag mal nur ganz kurz, in 3-4 Worten, was macht ihr auf eurem Kanal, was ist eure Mission? Wir präsentieren euch das beste Essen weltweit. Also wir werden auch demnächst europaweit am Start sein. Wir wollen euch das Essen schmackhaft machen. Ja. Okay. Eine kulinarische Reise wird das. Kann ich bestätigen bei euch auf dem Kanal. Ja. So, und heute ist eure Mission. Und das ist wirklich, ich sag's so, ein Bonus für euch. Wenn dieses Video 10.000 Likes bekommt, dann mache ich noch ein Food-Video mit euch, wo ihr mir euren nächsten besten Döner quasi zeigt. Und mich nochmal so richtig, vielleicht hat der mich auch schon umgehauen, den ihr mir gleich zeigt, quasi im Video, was ich euch anguckt. Aber ihr habt nochmal eine Chance, mir noch einen Döner zu zeigen. Aber eure Mission ist es, die Zuschauer in diesem Video von euch überzeugen. Mit eurer Dönerkenntnis auf mein Video reacten, wo ich euren besten Döner getestet habe. Und ja, das ist eure Mission. Kriegen wir hin. Und ihr liked ordentlich, wenn ihr ein Video mit den Jungs auf dem Kanal sehen wollt. Nein, dann testen wir noch ein besten und gehen jetzt hoch und dann reactet ihr auf das Video, ne? Alright, okay. Okay, und du musst noch pissen, ne? Ich muss richtig pissen. Das ist doch nur der Klaus, Motti. Ja, der Leckerchen für dich, mein Schatz. Ja, die ist so ein bisschen ängstlich. Bei Männern ist sie manchmal ein bisschen ängstlich. Das ist aber normal. Und soll eben hier sagen, André, du bist aber ganz schön lange. Bist du scheiße oder was? Bist du, sei ehrlich, ne? André lässt nochmal richtig eben Dampf ab, damit er gleich die Performance auf die Straße bringt quasi. Guckt euch das Gesicht an. Ich bin so erleichtert. Das ging fast in die Hose, Mann. Das war fast wie ein guter Döner, ne? Also Klaus misshandelt auch nochmal die Toilette. Klaus, gib alles, ne? Klaus? Alles geben, ne? Ja, nimm ruhig Platz, Jungs. Sehr professional. Ja, das kommt jetzt. Beide Kameras stellen wir noch auf. Oh, fick dich gut, gerade auch. Ja. Aber auch eben trainiert. Seid ehrlich, riecht das ein bisschen noch hier drin, zumindest in den Raum nach Arsch, so ganz leicht? Ja, das riecht ein bisschen nach Mock. Die beiden haben sich auch, das haben die nicht erzählt, die haben sich im Fingerclub kennengelernt, die beiden. Ja. Ne? Ja, genau, richtig. Hundrasieren, bleibt unbedingt kurz dran. Ich möchte euch mal eben kurz ein Paket zeigen, was der Manscape zugeschickt hat. Einmal komplett rundum sorglos Paket, Hoden rasieren und da spreche ich für mich, einfach nur für mich, Leute. Für mich der perfekte Rasierer, einfach weil ich keine Schmerzen habe. Weniger als keine Schmerzen geht nicht. Ich habe bei diesem Rasierer keine Schmerzen, ich schneide mich nicht. So, und das Ganze könnt ihr und das habt ihr kein Risiko. Lehnt euch nicht zu weit aus dem Fenster, Leute. 30 Tage Rückgaberecht. Ihr habt 30 Tage Rückgaberecht. Ihr könnt ihn benutzt zurückschicken. Also probiert es einfach aus. Und wenn das nicht passt, schickt zurück. Ihr kriegt ein Komplettpaket jetzt gerade auch mit Kulturbeutel und Boxershorts im Wert von 60 Euro. Fast 60 Euro kriegt ihr gerade schon mal dazu. Das seht ihr hier. Dann kriegt ihr einen Ball-Deodorant dazu, einen Ball-Toner. Hier habt ihr den Rasierer mit LED-Licht. Und wasserfest. Also für ein dunkles Badezimmer und sowieso unter der Dusche geeignet. Ihr kriegt auch noch einen Nasenhaarrasierer dazu. Ich habe mächtig viele Nasenhaare. Das rasiert immer genauso weg wie die Haare am Hoden. Genauso gut. Und ja, da habt ihr so rundum ein Paket. Holle ist der Code, 20% und Abzug und kostenloser Versand. Das Ganze in der Videobeschreibung, manscaped.com. Let's go. Das klassische Intro, ne? 6-1-4. Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute wird ein anderer YouTuber auf den Prüfstand genommen, beziehungsweise sein Döner natürlich. Ich werde mich jetzt nicht an ihm vergehen, sondern am Döner nachher. Und wir werden gucken, ob der Döner wirklich was drauf hat. Was machen so die anderen YouTuber? Sind das überhaupt Experten so wie ich, Döner-Tester? Das schauen wir und wir sind in Hanau. Das ist neben Frankfurt direkt. Da werden wir Döner testen. Ich habe mir die Bilder angeguckt. Ich blende hier ein, zwei schon mal ein von den Kollegen gleich. Ich muss sagen, das sind unbekannte YouTuber. Und ich feiere das, ich support das. Die sind auch ganz klein, aber ich gucke privat gerne mal ein Video rein. Die sind geile, lustige
lustige Kombi. Würde mich auch freuen, wenn ihr da auf dem Fall kommt. Checkt mal den Döner ab. Wir würden auch eure Empfehlung wieder freuen. Haut alles rein. Wir haben, glaube ich, noch nicht den besten Döner Deutschlands gefunden. Aber der heute hat viel Potenzial. Guckt euch die Bilder an. Das sieht ganz krass aus. Nur Entrecote-Fleisch, glaube ich. Ui, der sieht anders aus, der Spieß. Auch ihr habt diesen Döner schon empfohlen. Ich habe es drin gehabt. Ich danke euch für die Kommentare. Aber Leute, haut mir mal was richtig Heftiges raus. Ich sage also, ich habe keinen Bock mehr auf den Hickhack. Wir brauchen jetzt mal einen neuen besten Döner Deutschlands. Ist Fakt. Und ich zögere das nicht raus. Gar nichts. Ich will. Ich provoziere es. Ich teste. Guck mal hier. 1000 Euro schon. Heftig, ja? Wirklich nur noch die besten Dinger. Jeder, der überzeugt ist von seinem Döner, haut mir jetzt euren verdammten besten Döner raus. Ich muss ihn finden. Hanau City am Start. Wir sind gleich da. Wirklich, diese Stadt hier in Hanau sieht gut aus. Sauber. Rein. Und du? Wollt immer Bruder bist. Besser, Mann. Du musst das sein. Schön Stadion. Boah, haut Stadion in die Stadt. Glaub mir. Es wertet das auf. Ich habe gleich Respekt vor Hanau. Hakans Döner. Der macht mir sehr viel Hoffnung. Sehr viel Hoffnung. Die Hoffnung ist da. Die Hoffnung kannst du auch haben, Holger. Die war super. Der war richtig gut. Sehen wir gleich. Das war der beste Döner, den ich bisher hatte. Ja, für mich? Ja. Ja, doch, für mich schon. Okay. Natural. Denkt an Leute, die laden es auch zu, die haben extra für mich aufgemacht. Hakan gehört der Döner. Ah, Hakan, ja. Was für ein Landsmann ist er? Türkisch. Türkisch. Kommt aus Izmir. Ja. Und ist schon in dem Job fast 20 Jahre. Ja. Und bei uns ist ja der Spieß zu 100% Kalbfleisch. Kalbfleisch, ne? Es ist ja ein Steakdöner, was wir verkaufen. Steakdöner. Wir benutzen das Entrecotenfleisch, bei uns sind keine Zusatzstoffe, keine Geschmacksverstärker. Ah, beste. Es ist nur Salz und Pfeffer, es ist reines Fleisch. Ja. Und das Wichtigste ist, wir tun unsere Spieß jeden Tag immer selbst frisch aufeinander spielen. Jeden Morgen. Ne? Jeden Morgen, ja. Ist keine Firmenproduktion, auch keine Kühlware. Bei uns hat man jeden Früh immer frisches Fleisch da. Okay. Was mir sofort wieder auffällt, wie sauber der Laden ist. Ja, das ist einfach, der ist picobello sauber und ich sag nichts mehr. Das ist einfach nur geil, Mann. Hier, der hat schon ordentlich durchgezogen, ne? Der hat ordentlich durchgezogen. Schöne Farbe. Aus. Man sieht richtig, Leute, wie die ganzen Steakstücke, sag ich mal, da drauf liegen. Ismail, die Kunst, es ist Steakdöner. Geile Qualität. Okay, habe ich inzwischen schon oft gegessen. Aber die Kunst ist, einen Steakdöner so zu machen, dass er auch nach Döner schmeckt. Und nicht einfach nur nach Steak, weil denn, wenn man Döner essen will, will man Döner essen. Ne? Aber habe ich schon gehabt. Wirklich, die haben nach Döner geschmeckt. Sehr gut sogar. Ja. Es wird der komplette Bereich hier schmeckt. Vor dem Vorbereitung und nach dem Vorbereitung geht die komplette Küche. Jetzt sagt er bestimmt wieder, genau richtig. Ja. Hakan sagt bestimmt wieder, genau richtig. Richtig. Hakan, Grüße gehen raus. Perfektion mit gereinigt. Also das ist unser Entrecote-Fleisch. Mhm. Ja, es ist schön marmoriert. Guck mal an, Leute. Das ist richtig schön fett, richtig schön Geschmack. Hat auch eine schöne, Farbe. Ne? Ja, gut, das ist abgehangen. Abgehangen auf jeden Fall, schön abgehangen. Hat keine zusätzliche Fett, weil es ein eigenes Fett drauf. Es wird so dünn geschnitten, wenn ihr jetzt merkt, das ist unser... Und so kommt das dann auch rauf, in der Linie. Genau richtig. Guckt euch mal die Dicke an. Genau richtig, hast du gehört? Kommt das denn ja, auch? Weil die hat das anders geschnitten. Weil die hat das halb geschnitten und dann nochmal auseinandergeklappt. Nee, hat er nicht, das stimmt nicht. Nee. Ja, ist gut. Fast darauf geknallt. Genau, oder? Richtig. Also, wo man im Restaurant bestellt, das kommt da auch genau so serviert. Ja, ne? Ja. Es ist ganz, ganz weiches Fleisch. Ja. Wir schneiden so scheibenweise, wenn wir den auf dem Spieß einfach zack draufklappern und dann fertig. Hat das vorbereitet jetzt schon? Genau, es ist ja vorbereitet. Mariniert schon, ne? Genau, es ist schön mariniert. Sieht es aussehen, ja. Ab, es ist ja nur, das ist einmal geschnitten, dick und in der Mitte nochmal so und dann so aussehen. Ja, ja. Wie ich gesagt habe. Und ist auch schön marmoriert, ne? Mhm. Ah, schon saftig. Salz und Pfeffer drin. Nur Salz und Pfeffer, ne? Nur Salz und Pfeffer. Keine Geschmacksverstärkung oder irgendeine Gewürze. Und ein bisschen Öl auch, oder? Nein. Gar nichts. Vielleicht hat ja eigene Fett. Ja, stimmt. Olle, pass auf, das Fleisch hat Fett. Das heißt, wir benötigen kein Öl. Siehst du, wir sind ja alles Fett hier. Genau, also die Scheiben kommen einfach drauf. Also wenn es natürlich Spieß größer wird, dann wird er auch geschnitten. Ja. Ne? Und dann wird das so geformt. Mhm. Okay. Ach, guck mal schön. Ist jetzt ein schönes Video. Auf jeden Fall ein schönes Video. Sehr gut aus. Ganz tolle Aufnahmen. Ja. Also, erste Test, der ist entscheidend. Da gehe ich für euch auch noch mal kurz. Hier ist die ganze Lüftung an. Gehe ich mal kurz beiseite. Brutales Fleisch. Ich sag's mal wieder bei diesem Steakfleisch. Sehr geil. Die haben guten Fettgehalt drin. Ja. Du merkst richtig schön Steakliebhaber. Kennt das, wenn man ein Ribeye-Steak oder dieses Fett, kross, zack, dieser liebliche Fettgeschmack drin.
hast du direkt milder Salzgehalt, sag ich mal. Ich hoffe, das langt aus, um den Döner richtig auszufüllen. Weil Döner, muss man sagen, darf natürlich ein Steak kann man gut mal essen, wenig Salz, gut Fleischgeschmack schmecken. Nicht falsch verstehen, natürlich auch darf ein Döner nicht überladen sein. Aber durch das Brot, den Salat und muss das Fleisch ein bisschen Wumms haben. Ja, stimmt, das muss schon gut gesalzen sein. Ja, das hat er ja gewürzt, das auch gehabt. Er war immer gut, ja. Also bei uns war es ziemlich gut gewürzt. Ne? Ja. Ich hoffe, dass Hakan bei Holle auch sehr gute Arbeit geleistet hat, oder? Ja, wie wir da waren, war das Brot wunderbar und der Salat war frisch. Das war auch sehr gut. Ja, das stimmt, das stimmt. Oh, ich bin echt gespannt, was Holle jetzt sagt. Ja, lass mal sehen. Und da gucken wir gleich, das sage ich euch gleich. Aber Topfleisch. Topfleisch. Genommen. Der hat das mit Soße genommen. So wie ja, der Renner hat, war da Soße drauf. Soße und ein bisschen Schafskäse noch da drauf. Genau, richtig. Mal schauen. Also ihr habt es eben gesehen, ganz wichtig, weil als ich das Fleisch gegessen habe, ich gemerkt, für einen Döner, das war das, was ich meinte, würde noch ein bisschen Salz fehlen. Jetzt haben sie nochmal Salz extra drauf gemacht. Macht ja auch Sinn. Du kannst den Döner nicht vorüberladen am Spieß, denn ist natürlich, man kennt das Spiel, austrocknen durch Salz, zack, noch rauf. So, und das könnte jetzt richtig, richtig den Gamechanger bringen, dass nochmal Salz drauf gekommen ist. So. Er sieht geil aus. Er sieht einfach geil aus. Wenn ihn zusammen versuchen zu genießen, dass ich im Biss quasi auch die Kartoffeln alles drin habe, ich werde ihn schnell warm ein. Der sieht genauso aus wie bei uns auch. Ja, richtig. Also gleichbleibende Qualität. Ja. Fett. Da drüben war zu locker. Hättet ihr es gemerkt? Jetzt kommt der Prank. Es ist ein anderer Tag. Ich habe es am anderen Tag aufgenommen. Ich habe jetzt eine Cap auf, weil ich eine andere Frisur schon hatte. Ich habe es 2 Monate später aufgenommen oder so. Oder einen Monat später. Jetzt kommt der Prank. Zieht es euch rein. Ich löse es danach natürlich auf. Noch. Abfacken, so weißt du, die Leute. Ja. Ist ja auch von den einen die Empfehlung. Also die letzten paar bist du ganz gut. Echt? Ja, als wäre da keine Ahnung, weil wir waren ja auch recht früh da. Das Fleisch so früh abgeschnitten, wäre es nicht ganz durch gewesen. Ich weiß es nicht. Aber irgendwas stimmte mit dem Döner nicht. Das Ding ist, ich würde sagen, das war ins Krankenhaus, aber ich habe keine Ahnung, wo das hier ist. Ja, moin. Was geht denn jetzt da? Wir sind hier gerade in Hanau Innenstadt. Der hatte Schüttelfrost, keine Ahnung, mir geht's gar nicht. Ich habe nicht von Döner. Das habe ich noch nie gesehen bei dir. Du verträgst alles. Du kannst gefühlt Kacke essen, Digga. Boah, hat auch einfach, muss man sagen, eklig geschmeckt am Ende, Mann. Und das echt? Ja, ich verstehe das nicht. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Also vom Fleisch kann das nicht sein. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Hast du gemerkt, dass da was nicht mit stimmte? Oh, der Döner war nicht gut, Bruder. Alter, was geht, Bruder? Oh, Bruder, kommt ja gleich der Krankenwagen. Also. Ich glaube, da hinten sind die. Warte, ich hol die nicht mehr. Der hat das auch Spaß gemacht. Der hat nur Spaß gemacht. Der war nur verarscht. Junge. Alter, ich hab das gut gespielt, Alter. Hab ich gut gemacht, ne? Das kann wirklich nicht sein, weil der ist echt gut. Der ist gut. Und der Hand ist ja so sauber, da kann gar nichts sein. Weil Hakans Regel ist zuerst Sauberkeit, ja, dann Geschmack. Ja, du steckst den Haken unter eine Decke. Tierlos, ne? Ich dachte, wir gehen jetzt an. Krass. Nee, das war natürlich nur der kleine Prank. Jetzt kommt die wirkliche Reaction auf den Döner. Also, jetzt bin ich mal gespannt. Das war das wirkliche. Also, wie Spaß. Ey, geil, Mann. Das ist gut, ne? Aber ich dachte schon, dass er irgendwie was macht, ey. Ich hab's gewusst, der ist so ein Schlingel, ne? Ja, ich hab's. Du bist so ein Schlingel. Du bist ein richtiger Schlingel. Also Leute, was erstmal, Angst immer echt. Analysiere den Döner, bevor ich ihn überhaupt gegessen habe. Dass das Brot zu dick ist, man kennt's hier. NRW, die Ecke überall. Hanau, ist das NRW? Nee. Hessen, ne? Hessen, Digga. Ja, aber Hessen, überall. Aber auch NRW kann das Brot zu dick sein.
Nochmal zur Thematik, Soße oder nicht Soße. Da viel rumphilosophiert und ich bin auch der Fan. Fleisch, gutes Fleisch darfst du wirklich nicht verhunzen mit Soßen. Aber eine dezente Soße in einem Döner, die das noch unterstreicht. Das Problem ist einfach, oft durch das Brot, die ganzen Zutaten, wird es sonst zu trocken. Die Theorie ist immer das eine. Die Praxis sagt dann, wenn du Soße drauf haust, das macht das Ganze einfach saftiger. Du hast irgendwie das Brot, was dadurch ein bisschen weicher wird. Ja, die Kombi, es ist einfach sonst zu trocken. Es kann ja ein richtig geiles Fleisch sein, so zum Essen. Aber im Döner manchmal, es geht auch ohne bei bestimmten Dönern, aber bei manchen, auch wenn die Fleischqualität gut ist, brauchst du trotzdem Soße. Meiner Meinung nach. Ja, du musst direkt sagen, du merkst den Top-Zutat. Du merkst den Top. Aber mir fehlt der Wumms. Muss ich direkt sagen, ja. Mir fehlt der Wumms. Ähnlich wie letztens bei Fette Kuhburger. Du hast geile Zutaten, aber mir fehlt der Wumms. Ich möchte jetzt nicht sagen, fade. Das nicht. Top-Döner. Richtig edel. Du merkst noch, das Fett, es kommt dir im Mund. Du hast ein Geschmackserlebnis, das hast du beim normalen Döner nicht. Das merkst du. Es fehlt mir der Wumms. Fehlt mir leider der Wumms. Also ihm fehlt der Wumms. Mhm, ja, ich hab schon verstanden. Okay, das heißt, mehr Würze braucht er. Ne? Das heißt, du brauchst mehr Geschmacksverstärker, Hollo. Weil viele Dünnen leben. Ja, aber er würzt ja nur mit Salz und Pfeffer. Ja, genau. Weil da kann er mit Soßen kann er viel machen. Ja, das stimmt. Aber ich fand die Soße beim letzten Mal, na, als wir da waren, ja. Da hat die sehr harmoniert mit dem Fleisch. Also es hat eigentlich voll gepasst. Ja, das war ja eigentlich schon. So sah wunderbar dazu. Aber jetzt bin ich mir echt mal auf die Bewertung gespannt. Ja, ich auch. Ich sag so, Leute, der Hakansdöner, ich kenne die Foodflash-Videos. Und ich muss einfach sagen, ich bin oft auch deren Meinung von Qualität und Dönerbewertung. Ne? Man kann natürlich nicht immer einer Meinung sein. Hakansdöner ist für mich das typische Problem. Top-Qualität und außerhalb eines Döner-Rankings würde ich das viel höher bewerten. Weil es einfach super geil ist, super Fleisch, super alles. Ich gebe dem Döner 7,6. 7,6 Punkte. Hört sich im ersten Moment hart an. Ja, 7, guck mal, lass uns erstmal reden. Ist aber folgendes Problem wie bei allen anderen Steak-Dönern oder bei den meisten. Es ist einfach nicht für Döner geschaffen. Es ist ein Top-Geschmackssache. Ist halt ein Gourmet, ne? Ja, ja, ist immer eine Geschmackssache. Dem einen schmeckt es, dem anderen schmeckt es. Aber ich finde trotzdem, er hat es fair bewertet. Ja, so, ne? Also, Holly, du hast es sehr fair bewertet. Ne? Ist halt dein Geschmack, ne? Ja, natürlich. Und ich fand den Döner zu dem Zeitraum, als wir den gegessen haben, fand ich den richtig top. Aber ich gebe dir auch vollkommen recht. Pamphylia ist 1000-mal besser. Gericht, aber kein Top-Döner, das muss man so sagen. Wir haben super Ranking da oben, 10 Döner, die sind Weltklasse. Wie viel haben wir erlebt, wie viel Döner haben wir quasi kennengelernt, um diese Döner an den Start zu kriegen. Da muss man einfach alle Döner jetzt fortan, die Bewertung ist jetzt vielleicht ein bisschen härter, aber wir haben da einfach ein Brett da oben drin und daran müssen wir uns orientieren. Wir gehen weiter zurück ins Video. Ja, dann danke euch fürs Zuschauen. Ich danke dem Foodflash für den Tipp, ich kann vollkommen verstehen die Bewertung von ihm. Ja, ja. Also, erstmal. Ja, aber guck mal, Leute, ich habe viele Videos von denen geguckt, die haben echt schon gut viel getestet und in vielen Fällen bin ich auch eurer Meinung so, also die erkennen schon einen wirklich guten Döner, ne? Das muss man sagen und da würde ich mich auch freuen, wenn ihr einfach mal sowieso Support mit einem Daumen hoch, für die Jungs auch, dass wir zusammen ein Video machen und auch auf dem Kanal. Einfach mal vorbeischauen, ich verlinke hier ein Video gleich und da auch gerne ein Abo da lassen. Genau, abonnieren, Glocke aktivieren, Daumen nach oben. Vergesst nicht uns zu abonnieren, das wäre ganz cool. Okay. Ja, freuen. Daumen nach oben, dass wir zusammen noch eine Döner-Tour machen oder eine Burger-Tour oder irgendwas. Ja, es gibt auch einige Burgerläden, ne? Die du in Hamburg noch nicht kennst. Ja, da könntet ihr mir vielleicht auch was zeigen. Na, gucken wir mal. Ja, gerne. Also haut die Kommentare auf jeden Fall auch voll und euch danke fürs dabei sein und dann sage ich bis zum nächsten Mal.